In Jerusalem hat Bundesaußenminister Guido Westerwelle die brisante Lage im Nahen Osten am eigenen Leib erlebt. Während er zu einer Besprechung im noblen King David Hotel weilte, heulten über der Stadt die Luftalarmsirenen. Eine Rakete war aus dem Gazastreifen abgefeuert worden. Sie verursachte zwar vermutlich keinen Schaden, aber sie machte Westerwelle deutlich, in welcher Angst die Israelis seit einer Woche leben. Vom Leid der Palästinenser im Gazastreifen machte sich der deutsche Außenminister dagegen kein Bild. Er reiste nicht in das abgesperrte Küstengebiet, in dem in den letzten Tagen mehr als 110 Menschen getötet wurden, viele von ihnen Kinder. Seit 6 Jahren ignoriert die Bundesregierung und mit ihr die gesamte Europäische Union die Wirklichkeit im Nahen Osten. Die Menschen im Gazastreifen werden bestraft für den Wahlsieg der Hamas im Jahr 2006. Seither reist kein europäischer Politiker mehr in das eigentliche Auge des nahöstlichen Sturms. Dabei sind 60% der Einwohner des Gazastreifens unter 18 Jahre alt. Sie alle also, die große Mehrheit der Bevölkerung, haben die Hamas nicht gewählt. Sie tragen keine Schuld, wenn man schon eine demokratische Wahlentscheidung als Schuld bezeichnen möchte. Die Bundesregierung meidet die Menschen in Gaza wie die Pest. Sie hat noch nicht einmal ein paar Worte des Mitgefühls übrig für die Opfer der israelischen Angriffe. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat der Hamas die Schuld an der letzten Runde der Gewalt zugeschoben, wie schon im Gazakrieg von 2008-2009. Es ist Westerwelles guter Freund, der israelische Außenminister Avigdor Lieberman, der erst jüngst wieder drohte, die politische Führung der Hamas zu liquidieren. Innenminister Eli Ishay forderte, den Gazastreifen zurück ins Mittelalter zu bomben, und Gilad Sharon, der Sohn des ehemaligen Ministerpräsidenten Ariel Sharon, schlug vor, den Gazastreifen platt zu machen, wie Hiroshima und Nagasaki. Die Bundesregierung aber ignoriert all diese Äußerungen, als würden sie nicht gemacht. Sie stellt sich einseitig auf die Seite Israels mit einer Parteilichkeit, die sich auch mit der deutschen Vergangenheit nicht erklären lässt. Denn diese Politik ist vollkommen gescheitert, zum Nachteil auch der Israelis. Sie können nicht in Frieden leben, solange den Palästinensern keine Gerechtigkeit widerfährt. Das ist es doch, was diese letzte Runde der Gewalt gezeigt hat. Das Nahostproblem löst sich nicht durch Wegschauen und nicht durch einseitige Parteinahme. Wenn Deutschland Israel unterstützen will, muss es den Palästinensern helfen, zu ihrem Recht zu kommen. Nur dann wird sich die Gewalt eindämmen lassen, nur dann werden beide Völker in Frieden leben können. In Jerusalem hat Bundesaußenminister Guido Westerwelle die brisante Lage im Nahen Osten am eigenen Leib erlebt. Während er zu einer Besprechung im noblen King David Hotel weilte, heulten über der Stadt die Luftalarmsirenen. Eine Rakete war aus dem Gazastreifen abgefeuert worden. Sie verursachte zwar vermutlich keinen Schaden, aber sie machte Westerwelle deutlich, in welcher Angst die Israelis seit einer Woche leben. Vom Leid der Palästinenser im Gazastreifen machte sich der deutsche Außenminister dagegen kein Bild. Er reiste nicht in das abgesperrte Küstengebiet, in dem in den letzten Tagen mehr als 110 Menschen getötet wurden, viele von ihnen Kinder. Seit 6 Jahren ignoriert die Bundesregierung und mit ihr die gesamte Europäische Union die Wirklichkeit im Nahen Osten. Die Menschen im Gazastreifen werden bestraft für den Wahlsieg der Hamas im Jahr 2006. Seither reist kein europäischer Politiker mehr in das eigentliche Auge des nahöstlichen Sturms. Dabei sind 60% der Einwohner des Gazastreifens unter 18 Jahre alt. Sie alle also, die große Mehrheit der Bevölkerung, haben die Hamas nicht gewählt. Sie tragen keine Schuld, wenn man schon eine demokratische Wahlentscheidung als Schuld bezeichnen möchte. Die Bundesregierung meidet die Menschen in Gaza wie die Pest. Sie hat noch nicht einmal ein paar Worte des Mitgefühls übrig für die Opfer der israelischen Angriffe. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat der Hamas die Schuld an der letzten Runde der Gewalt zugeschoben, wie schon im Gazakrieg von 2008-2009. Es ist Westerwelles guter Freund, der israelische Außenminister Avigdor Lieberman, der erst jüngst wieder drohte, die politische Führung der Hamas zu liquidieren. Innenminister Eli Ishay forderte, den Gazastreifen zurück ins Mittelalter zu bomben, und Gilad Sharon, der Sohn des ehemaligen Ministerpräsidenten Ariel Sharon, schlug vor, den Gazastreifen platt zu machen, wie Hiroshima und Nagasaki.
Die Bundesregierung aber ignoriert all diese Äußerungen, als würden sie nicht gemacht. Sie stellt sich einseitig auf die Seite Israels mit einer Parteilichkeit, die sich auch mit der deutschen Vergangenheit nicht erklären lässt. Denn diese Politik ist vollkommen gescheitert, zum Nachteil auch der Israelis. Sie können nicht in Frieden leben, solange den Palästinensern keine Gerechtigkeit widerfährt. Das ist es doch, was diese letzte Runde der Gewalt gezeigt hat. Das Nahostproblem löst sich nicht durch Wegschauen und nicht durch einseitige Parteinahme. Wenn Deutschland Israel unterstützen will, muss es den Palästinensern helfen, zu ihrem Recht zu kommen. Nur dann wird sich die Gewalt eindämmen lassen. Nur dann werden beide Völker in Frieden leben können. Für die Palästinenser ist die Aufnahme in die UNESCO ein wichtiger Etappensieg, ein Schritt zu ihrer Vollmitgliedschaft in den Vereinten Nationen. Die Entscheidung der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur kann als Signal verstanden werden, dass die Weltgemeinschaft den Palästinensern endlich zu ihrem eigenen Staat verhelfen will. Daneben bringt sie für die Palästinenser aber auch ganz praktische Unterstützung. Denn gerade im Konfliktgebiet Israel und Palästina, das im Westen so gern das Heilige Land genannt wird, gibt es eine Fülle von historisch und kulturell bedeutsamen Städten, die zwischen beiden Seiten umstritten sind. Die Altstadt von Jerusalem zum Beispiel mit ihren religiösen Heiligtümern, die von Israel widerrechtlich annektiert wurde. Oder die zahlreichen Ausgrabungsstätten in den besetzten Gebieten und die dort gefundenen Gegenstände, die bisher fast ausnahmslos in israelischen Museen gelandet sind. Oder das Tote Meer, das für Israelis, Jordanier und Palästinenser gleichermaßen von großer Bedeutung ist und auf dessen Anerkennung als Weltkulturerbe Israel drängt. Die Palästinenser haben bisher kaum Zugang zum Toten Meer. Von der Ausbeutung seiner Salze und Mineralien sind sie völlig ausgeschlossen. Hier könnte die Mitgliedschaft in der UNESCO ihnen mehr Mitsprache, vielleicht sogar Schutz bringen. Trotzdem könnte sich ihre Aufnahme in die Weltkulturorganisation auch als Pyrrhussieg entpuppen, der die Palästinenser ihrem Ziel, dem ersehnten eigenen Staat an der Seite Israels, keinen Schritt weiterbringt. Denn die entscheidenden Staaten haben ihnen die Unterstützung verweigert, darunter die USA, die nun damit drohen, ihre finanziellen Zuwendungen an die UNESCO einzustellen. Aber auch Deutschland hat gegen die Aufnahme der Palästinenser gestimmt. Dies könne die wiederaufgenommenen Gespräche zwischen Israelis und Palästinensern beeinträchtigen, hieß es zur Begründung. Außerdem wolle man das derzeit im Weltsicherheitsrat laufende Verfahren auf Aufnahme Palästinas in die UNO nicht präjudizieren. Doch diese Argumente überzeugen nicht. Die Gespräche, die Israelis und Palästinenser in der letzten Woche begonnen haben und die sie nicht miteinander, sondern mit den Vertretern des Nahostquartetts führen, scheitern an der israelischen Weigerung, die Siedlungspolitik einzustellen und die territoriale Integrität des zukünftigen palästinensischen Ministaates zu akzeptieren. Und in der Frage der Aufnahme des palästinensischen Staates in die Vereinten Nationen hat sich die Bundesregierung ja ohnehin längst entschieden. Sie ist dagegen. Und das trotz ihrer jahrelangen Lippenbekenntnisse zur Zwei-Staaten-Lösung. Es ist wichtig und richtig, dass die UNESCO die Palästinenser als Vollmitglied aufgenommen hat. Dies nicht zu unterstützen, ist politisch kurzsichtig und moralisch verwerflich. Zur Erinnerung. Seit 43 Jahren leben die Palästinenser unter Besatzung. Seit 43 Jahren werden ihnen die Rechte vorenthalten, die jedem Menschen zustehen. Es wird Zeit, diese Ungerechtigkeit zu beenden. Sigmar Gabriel hat vollkommen recht mit seiner Bewertung der Realität in Hebron. Und jeder, der einmal in dieser palästinensischen Stadt im Süden des Westjordanlandes war, kann dies bestätigen. In der Stadt der Patriarchen leben einige hundert Siedler unter fast 200.000 Palästinensern.
Mitten im Herzen der Altstadt haben sie sich niedergelassen, eine kleine extremistische Siedlergemeinde, mit der auch die israelische Mehrheitsgesellschaft nichts zu tun haben will. Um diesen Siedlern ein unbeschwertes und sicheres Leben zu ermöglichen, hat die israelische Armee der palästinensischen Bevölkerung, die noch nicht freiwillig gegangen ist, weitreichende Beschränkungen auferlegt. So dürfen sie die Hauptstraßen nicht benutzen, sie dürfen ihre Autos nicht mit in die Altstadt nehmen, und wenn die Juden von Hebron Purim feiern, wie vor wenigen Tagen geschehen, müssen die Palästinenser in ihren Häusern bleiben, denn dann herrscht für sie Ausgangssperre. Ob dies mit der Apartheid in Südafrika bis 1994 vergleichbar ist, wie Sigmar Gabriel in seinem Facebook-Eintrag schrieb, sei dahingestellt. Fakt ist aber, dass Israel seit 1967 das Westjordanland und den Gazastreifen widerrechtlich besetzt hält, seit 45 Jahren also. Seit fast einem halben Jahrhundert gelten für die Palästinenser in den besetzten Gebieten gesonderte Rechte, die zum Teil dem osmanischen Recht und zum Teil dem britischen Mandatsrecht entnommen sind und die für die Siedler nicht gelten. Die Ungleichheit zeigt sich aber auch auf vielen anderen Gebieten, zum Beispiel beim Zugang zu den natürlichen Ressourcen und bei der Erteilung von Baugenehmigungen, bei der Nutzung von Straßen und bei der wirtschaftlichen Entwicklung. Überall sind die Palästinenser krass benachteiligt. Hinzu kommt, dass ihr gewaltloser Widerstand gegen die Besatzung brutal unterdrückt wird. Die Anführer der wöchentlichen Demonstrationen gegen die Mauer und gegen die fortschreitende Verdrängung der Palästinenser werden verhaftet und weggesperrt. Und fast jede Nacht gibt es in den Dörfern des Westjordanlandes, die sich gegen die Enteignung ihres Landes wehren, Razzien. Dabei werden auch Kinder aus den Betten gerissen und zum Verhör geschleppt. Es ist also gut, wenn Sigmar Gabriel das Unrecht anprangert, und es hat mit Antisemitismus nicht das Geringste zu tun. Schließlich gibt es, sowohl in Israel als auch unter Juden weltweit, viele Menschen, die seine Meinung teilen und die Israel damit keinesfalls die Legitimation absprechen. Es nützt Israel überhaupt nichts, wenn die Probleme weggeredet werden und jede Kritik an der Politik der Regierung in Jerusalem reflexartig als antisemitisch diffamiert wird. Im Gegenteil. Oftmals entspringt diese Kritik gerade der tiefen Sorge um das kleine Land, das sich stolz die einzige Demokratie im Nahen Osten nennt. Ja, Sie haben eine Frage? Ja, und zwar, ich würde das auch gerne auf mich anschließen an den Herrn vorhin und das gerne doch etwas korrekter haben, auch wenn Sie hier keine Kollegenschelte betreiben wollen. Also auch mir fällt auf, dass verschiedene Gleichschaltungen vorgenommen werden. So wurde beispielsweise in der Sendung Bush-NTV berichtet, wunderbar mit Frau Galinski und Herrn Michael Lüders, dass wie es da im Gazastreifen aussieht. Diese Sendung sollte wirklich abends wiederholt werden. Stattdessen wurde ein Bericht gesendet, obwohl es im Videotext noch anders ausgewiesen wurde, über die Notlandung des Piloten Sullenberger.
komischerweise, obwohl bei dieser Notlandung überhaupt niemand zu Schaden gekommen ist, außer ein paar Knochenbrüchen, war wenige Tage vorher ein französischer Flugzeugabsturz eines Airbuses mit mehr als 3 Toten, gerade eine 20-sekündige Meldung wert. Des Weiteren fällt mir also auf, dass die Karin Storch vom ZDF in der Heute-Sendung also sehr gerne damals diese Benzinsperre und ähnliches fixmütlich verkauft hat, so nach dem Motto, Not macht erfinderisch, ist doch eigentlich ein Teufel für die Palästinenser. Und was auch auffällt, ist, dass in der Tagesschau komischerweise der Vollzeit-Opportunist Richard C. Schneider also mit einer unfassbaren Einseitigkeit berichtet. Und wenn man kritischer Bericht kommt über Israel, über die dortige Drogenmafia beispielsweise, denn von dem Oliver Meyer, halten Sie den Mund, Sie können auch sprechen. Und dann wird sowas nachts um 25 Uhr gesendet. Also konkret gefragt, damit der Herr sich hier nicht völlig guter Rot wird, wo er denn ein Herr ist, wie kann es, bei 100 Jahren Hofer in der Tagesschau namentlich die Berichterstattung, die kritisch über Israel. Schreiben Sie auch ein Buch. Dazu ist ein Zehn-Finger-System können, aber jedenfalls inwieweit also Leute wie beispielsweise Jan Hofer von der Tagesschau, der meines Wissens dort der hauptverantwortlich ist, direkt solche Sachen verhindert. Und bei NTV weiß ich nicht, wer der hier ist. Gut. Ich denke, die Frage ist angekommen. Vielleicht können Sie kurz dazu stellen. Ja, ich kann dazu wirklich nicht viel sagen, weil ich bei NTV keine Verantwortung trage und ich weiß, wer da die Entscheidungen trifft. Das kann ich Ihnen wirklich beim besten Willen nicht beantworten. Und ich bin auch beim ARD-Fernsehen, kann ich es Ihnen nicht sagen. Ich kann nur sagen, Radio hören, dann kriegen wir eine gute, ausgewogene Berichterstattung. Und wir haben ja Gott sei Dank den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit vielen, vielen interessanten Sender, 65 alles in allem. Und da kann man doch, meine ich, eine ausgewogene Berichterstattung hören. Und was auch auffällt, ist, dass in der Tagesschau komischerweise der Vollzeit-Opportunist Richard C. Schneider also mit einer unfassbaren Einseitigkeit berichtet. Und wenn man kritischer Bericht kommt über Israel, über die dortige Drogenmafia beispielsweise, denn von dem Oliver Meyer, halten Sie den Mund, Sie können auch noch sprechen. Und, vor etwa 15 Jahren fuhr ich in die Siedlung Beit El in der Nähe von Ramallah, um damals den Siedlerrabbiner Benny Elon bei sich zu Hause zu interviewen. Er hatte eine sehr beeindruckende, riesengroße Bibliothek und dort fand ich auch sämtliche Schriften des israelischen Religionsphilosophen Yeshayahu Leibowitz, der ein ganz erklärter Gegner der Siedlerbewegung war. Und ich sagte Benny Elon, wow, Sie lesen Leibowitz? Und er sagte, ja, natürlich, man muss ja die Argumente seiner Gegner kennen. So etwas Ähnliches möchte ich heute Ihnen auch quasi zumuten. Ich möchte Ihnen diesen Mann vorstellen, der 1926 als Georg Bombach in Kiel geboren wurde und dann es gerade noch rechtzeitig schaffte, vor dem Terror der Nazis zu fliehen, hierher nach Palästina kam, hier einwanderte, schließlich Politiker und Jurist wurde und 1968 als einer der allerersten mit nach Hebron ging, um dort die allererste Siedlung aufzubauen. Also er gehört sozusagen zu den Stammvätern der Siedlerbewegung. Ein überzeugter Siedler. Und Georg Bombach, der sich hier in Israel Eliakim Haetzni nennt, wird uns nun seine Sicht der Dinge schildern, die hochinteressant ist, mal anzuhören. Und zwar argumentiert er nicht religiös. Das religiöse Argument der Siedler ist ja, dass Gott Juden beauftragt hat, das ihnen gegebene Land wieder zu besiedeln. Das ist ein Argument, das wir kennen. Sondern als Jurist versucht er,
von seiner Sicht aus, von der Sicht der Siedler aus, zu argumentieren, warum die Siedler das Recht haben, auf dem, was wir international besetztes Gebiet nennen, zu siedeln. Er zweifelt bereits an, ob das überhaupt besetztes Gebiet ist. Nun, ich möchte Ihnen Eliakim Haetzny in dieser Folge, aber auch in der nächsten zumuten, denn es ist hochinteressant, ihm zumindest mal zuzuhören und diese Argumente sich anzuhören, um auch die eigene Position zu überprüfen und auch entweder bessere Argumente dagegen zu haben oder eben auch nicht, das bleibt Ihnen überlassen. Hören Sie also nun Eliakim Haetzny in Hebron, der Ihnen zunächst einmal erzählt, warum seiner Meinung nach und nach Meinung der Siedler das Gebiet, das wir das Westjordanland nennen, das Gebiet, das die Siedler Judäa und Samaria nennen, überhaupt nicht besetztes Gebiet ist. Mensch, da stellt sich jetzt die Frage, ist das erobertes Gebiet? Darum dreht sich doch alles. Nur, also jetzt spreche ich als Jurist. Und ich habe es studiert. Und die Frage stellt sich nicht nur in Bezug auf Genf, sondern auf Haag. Die Haager Konvention, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und die sagt, wie soll man sich benehmen in Occupied Territory, auf besetztem Gebiet. Und die Frage ist immer, wer ist der Souverän, der irgendwie ein Recht hat, eines Tages zurückzukommen. Ja? Das heißt auf Englisch reversionär. Also er wurde vertrieben wegen des Krieges, aber eines Tages kommt Frieden, dann kommt er zurück. Zum Beispiel, wir dürfen nicht, also wir, der Okkupant, der Besetzer, darf nicht in Besitz nehmen die Befunde der Archäologie. Die gehören dem Souverän, ja, der jetzt abwesend ist. Die Naturschätze darf er nicht ausnützen für sich. Weil das ist nur irgendwie eine Übergangszeit von Occupation, von Besetzung. Jetzt möchte ich an Sie die Frage stellen. Wer ist diese souveräne Macht, welche die hier legal regiert hat und welche von Israel im Sechstagekrieg vertrieben wurde? Jordanien? Es waren hier Jordanien. Ist Jordanien der legale, legitime Souverän? Was würden Sie sagen? Ich bin kein Jurist. Natürlich nicht, weil Jordanien gegen den Beschluss der Vereinten Nationen eingedrungen ist mit diesem englischen General, wie hat er geheißen, Glab Pasha, und erobert hat die sogenannte, was die dann nannten, Westbank und das biblische Jerusalem. Und diese Besetzung wurde von keinem Land in der Welt anerkannt, von keinem arabischen Land, außer England, welches war natürlich, hat das alles inszeniert, und Pakistan, weil es gab irgendeine Heirat, ich weiß nicht, zwischen, das ist alles. Nirgends wurde die jordanische Occupation anerkannt. Wenn das nicht genügt, im Jahre 1988 hat der König Hussein erklärt, wir haben keinen Anspruch mehr auf Westbank in seiner Sprache, keinen Anspruch, wir trennen uns davon ab. Also jedenfalls, keiner behauptet heute, dass dieser legitime Besitzer, ja, Souverän dieses Landes sei Jordanien. Okay, wer war hier vor Jordanien? Das britische Mandat, ja? Das britische Mandat im Jahre 1948 hat ein Gesetz verabschiedet, sagend, wir schließen den Laden.
Wir sind nicht mehr da. Wir haben keine Forderungen, keine Forderungen mehr an uns. Wir bestehen nicht mehr. Also es ist nicht so, dass das Mandat zurückkommen will. Wer war hier vor dem Mandat? Die Türken. Die Türken waren hier 400 Jahre. Von 1517 bis 1917. 400 Jahre. Am Ende haben die Türken einen Vertrag gemacht. Ich glaube im Jahre 1920 in Lausanne, wo die Türkei, das Ottomanische Imperium, verzichtete auf alle Gebiete außerhalb Anatoliens, außerhalb, was heute die Türkei ist. Also es besteht kein türkischer Anspruch auf Judäa Samaria. Nun, wer war vor den Türken? Die Mamelucken. Die Mamelucken sind im Museum. Gehen Sie zum Museum und sprechen Sie mit ihnen. Die einzigen, also wer hat den Anspruch? Also in anderen Worten, dieses Land hat keinen früheren Souverän. Also wir haben dieses Land im Jahr in den Sechstagekrieg nicht genommen aus den Händen, aus irgendwelchen legitimen Händen. Jetzt werde ich für Sie die Frage anders stellen. Wer hat denn einen Anspruch? Wenn dem so ist, dann wer hat einen Anspruch auf dieses Land? Und ich zitiere Professor Julius Stone, ein Richter, ein weltbekannter internationaler Wissenschaftler. Dann Eugene Rostow. Er war ein Vizeminister in Amerika und er stand hinter 242, die Sicherheitsratsbeschluss. Und noch einen Mann, der heißt Schwebel. Der war Präsident des Internationalen Gerichtshofes in Haag. Und es gibt ich habe zu Hause ein Buch von dem Stone und er zitiert Schwebel und zitiert Rostow. Und das sind nicht die einzigen, die sagen, den einzigen gültigen Anspruch an dieses Land heute hat Israel. Und die Erklärung ist wie folgt. Also wenn man sich anschaut den Mittleren Osten, und man will verstehen, warum sieht er so aus, ich meine geografisch, historisch, politisch und so weiter, wie er heute aussieht, muss man anfangen von der Zerstückelung des Ottomanischen Imperiums. Hier fing die Geschichte an. Bis dann war alles Ottomanier. Saudi-Arabien, Teile von Nordafrika, Irak, alles war Ottomanen Imperium. Also die zeitgenössische Geschichte des Mittleren Ostens beginnt vom Ende des Ersten Weltkrieges. Dasselbe gilt für Europa. Wenn man sich fragen will, was ist geschehen in Europa, zumindest muss man anfangen von den Folgen des Ersten Weltkrieges. Okay? Fangen wir an von dort. Noch im Jahre 1917, das war noch der Erste Weltkrieg, schrieb ein Lord Balfour, britischer Außenminister, einen Brief an Lord Rothschild, an den Rothschild von London, wo er versprach im Namen seiner Majestät, in Palästina eine jüdische Nationalheimstätte zu errichten. So, unter der Bedingung, dass die Zivilrechte und die religiösen Rechte der anderen Gemeinden nicht beeinträchtigt werden. In anderen Worten, der Wortlaut bedeutet, politische Rechte, jüdische Nationalheimstätte, das ist politisch, nur für die Juden. Zivilrechte, gerade diese
dieses Addendum, ja, noch zeigt noch schärfer, dass die politischen Rechte in diesem Brief nur den Juden zugesprochen werden sollten. Dieser Brief ist eingegangen in die Geschichte als die Balfour Declaration, die Balfour-Erklärung. Dann haben diese Mächte dieses Bundes den Krieg gesiegt, verteilt alles, was dem ottomanischen Imperium gehörte. Und die Frage war, was geschieht mit Palästina? Es wurde verfügt mit einem Mittel, welches genannt wurde Mandate. Die Engländer bekamen ein Mandat über Palästina und ein Mandat über Irak. Die Franzosen bekamen ein Mandat über Syrien und über Libanon. Was ist ein Mandat? Das Wort bedeutet Vollmacht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Videoblogs zwischen Mittelmeer und Jordan. Und wie bereits letzte Woche versprochen, möchte ich Ihnen heute den zweiten Teil meines Interviews mit Eliakim Haetzny vorstellen, in dem dieser Siedler, der zugleich auch Anwalt ist, erzählt, warum und wie er es sieht, dass es rechtens ist, dass Israelis in den besetzten Gebieten siedeln. Die Reaktionen von Ihnen waren ganz interessant. Wir haben eine ganze Reihe von Zuschriften bekommen. Hören Sie sich also jetzt den zweiten Teil an. Das Interview dauert in Wirklichkeit noch sehr viel länger als das, was wir Ihnen hier heute vorstellen können. Und er redet noch sehr, sehr viel auch darüber, ob die Palästinenser nun ein Volk sind oder nicht. Das möchte ich alles aussparen. Aber hören Sie sich, wie gesagt, den zweiten Teil an, wie er weiter argumentiert. Hier also Eliakim Haetzny mit seiner Argumentation. Der Völkerbund verlieh den Engländern dieses Land in der Form von einem Mandat. Das heißt eine Vollmacht. Wie ein Mandant einem Anwalt. In anderen Worten, das war keine britische Kolonie. Es gehörte nicht den Engländern. Es war zu treuen Händen. Der Treuhänder war England. Und diese Treuhand, das wurde ihm verliehen von dem Völkerbund. Zur selben Zeit hat der Völkerbund den Engländern gegeben ein Mandat über Irak und so weiter. Nun, was steht in dieser Vollmacht? Und das ist das entscheidende Dokument. Diese Vollmacht, die stammt aus dem Jahre 1922. Juli 1922. Wurde verabschiedet das Mandat. Das ist ein Dokument. Sie können es bei mir zu Hause auf Englisch einsehen. Dort steht etwas sehr Interessantes. Noch einmal der Wortlaut der Balfour Declaration. Den Engländern, wie gesagt, ihr bekommt das Mandat mit dem Auftrag, in Palästina eine jüdische Nationalheimstätte zu errichten, unter der Bedingung, dass die Rechte der anderen etc. etc. Dann steht noch etwas in der Präambel. Wie heißt das? Präambel. Präambel steht so. Wir tun das in consideration, in Betracht ziehend, die historischen Rechte des jüdischen Volkes in Palästina, ihre Nationalheimstätte wieder aufzubauen. Reconstitute. Ich bin verliebt in dieses Wieder. Weil was bedeutet das? Es war einmal, ihr hattet mal ein Haus hier. Es wurde zerstört. Wir geben euch nun die Chance, es wieder aufzubauen. So. Das ist wirklich eine Sternstunde. Das ist etwa eine Also, dass die Völker, das war vor dem Holocaust. Vor dem Holocaust, dass die Völker sagen, ja, dem jüdischen Volke wurde ein Unrecht zugefügt und wir wollen es jetzt wieder gut machen. Nota bene, das war doch die Zeit, wo das Prinzip der Selbstbestimmung in die Welt kam. Wilson. Zu dieser Zeit, dieser selbe Völkerbund
brachte in die Welt ein freies Polen, die Tschechoslowakei, Jugoslawien, das war alles das österreichisch-ungarische Imperium, welches auch dismantelt, verteilt wurde. Und dann bekamen es die Völker, um geltend zu machen, deren Selbstbestimmung. Stellt sich doch die Frage, es gab noch kein palästinensisches Volk. Die Araber hier wussten noch nicht, dass sie Palästinenser sind. Okay, aber sie waren Araber, sie waren nicht Juden. Die Juden hier waren damals vielleicht 80.000. Die Araber waren schon einige hunderte Tausend, vielleicht eine halbe Million, vielleicht 400.000, ich weiß nicht. Keiner hat gezählt. Jedenfalls eine überwiegende Mehrheit. Damals im Jahre 1922. Deswegen mussten diese Siegersmächte und dieser Völkerbund erklären, warum die Araber sagten schon damals oder konnten sagen, nach dem Selbstbestimmungsrecht der Völker, wir sind die Mehrheit. Deswegen sollte dieses Mandat lauten, dass es verwaltet wird mit der Absicht, wie stand in dem Mandat von Irak oder Syrien, mit der Absicht am Ende, dass es ein irakisch-arabischer Staat wird. Also warum gibt ihr hier eine Bestimmung zugunsten der Minderheit? Und da kommt diese Präambel und sagt, wir geben euch Affirmative Action, heißt das auf Englisch. Ich weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch. In anderen Worten, wie in Amerika einer, der zu Hause nichts gehabt hat, was ihn, wenn ich will, dass die zwei Studenten dieselbe Chance haben, muss ich dem Schwarzen oder dem Mann aus einem armen Viertel, ich muss ihm irgendeinen Vorsprung geben, damit wirklich die beiden die gleichen Bedingungen haben. Das heißt Affirmative Action. Also hier sagt der Völkerbund, wir geben dem jüdischen Volk Affirmative Action. Und die Rechte der Araber, die sind abgesichert, weil dort steht die Zivilrechte und die religiösen Rechte. Es steht nicht im Mandat die nationalen Rechte der Araber, weil die Araber hier in diesem Lande noch gar nicht wussten, dass sie eine Nation sind. Aber jetzt lassen Sie mich Sie da unterbrechen. Diese Nation wurde erst später erfunden als Reaktion zum Zionismus. Und was machen Sie jetzt mit dem Anspruch dieser Bevölkerung? Nein, das ist eine andere Frage. Sie haben mich Sie fragten mich juristisch, wer hat den besseren Titel? Okay. Also diese Antwort muss ich zu Ende bringen, weil das ist eine andere Geschichte. Nun, es steht in diesem Mandat noch, dass es die Pflicht ist, der Engländer, der Mandatsmacht, jüdische Einwanderung zu ermutigen. Und es ist der Pflicht der Engländer, dichte Ansiedlung der Juden dafür zu sorgen, dass die Juden sich ansiedeln am Land, dicht ansiedeln und Gebrauch machen dafür von Staatsländern. Wir sitzen hier auf Staatsländer. Zum ersten Mal wurde dieses Mandat verwirklicht durch uns. Weil die Engländer haben sofort alles den Arabern gegeben. Die haben sofort gefälscht. Staatsländer gaben sie den Arabern. Jedenfalls, das ist das Mandat. Was ist mit diesem Mandat geschehen? Was ist der Wert von diesem Mandat heute? Da gibt es einen Präzedenzfall von dem früheren deutschen Südwestafrika, welches heute ist Namibia. Das war auch ein Mandat, welches verliehen wurde von demselben Völkerbund nach dem Ersten Weltkrieg an Südafrika. Das war eine frühere deutsche Kolonie. Den Deutschen wurden die Kolonien genommen am Ende des Ersten Weltkrieges und die bekamen ein Mandat. Und dort stand in diesem Mandat, dass man nicht die Schwarzen diskriminieren darf. Ja? Dann kam der Zweite Weltkrieg. Es gab keinen
Es gab keinen Völkerbund mehr. Und die Südafrikaner haben dann appliziert auf dieses Mandat die Apartheid. Und dieser Fall kam zum Internationalen Gerichtshof in Haag. Das Gutachten dieses Internationalen Gerichtshofes sagte, der Völkerbund besteht nicht mehr. Okay. Dieses Gefäß ist nicht mehr da, ist zerbrochen. Aber der Inhalt is a sacred trust of humanity, ist eine heilige, wie sagt man, Erbe, ja, so etwas, der Menschheit. Also obwohl das Mandat nicht mehr da ist, die Südafrikaner sind verpflichtet, aufrechtzuhalten, weiter dieses Verbot, die Schwarzen zu diskriminieren. Sagen diese internationalen Rechtler, die ich erwähnte, die sagen, dasselbe gilt für das englische Mandat auf Palästina. Weil der Inhalt, welcher sagt, das ist bestimmt für das jüdische Volk. Und ihr sollt Ansiedlung und Einwanderung ermutigen. Das besteht bis zum heutigen Tage. Bis wann? Bis eine neue Souveränität hineinkommt. Also wenn man nimmt das Gebiet des früheren Mandates, da hat man in Ostpalästina die jordanische Souveränität. Dort ist Mandat erloschen. Man hat die israelische Souveränität, ja, wir nennen es bis zur grünen Linie, der Linie von 67. Und zwischen diesen beiden neuen Souveränitäten auf dem früheren Gebiet des Mandates liegt Judäa, Samaria, Ostjerusalem und Gaza. Ohne eine Souveränität, Vakuum, Void. Nachdem das deutsche, frühere deutsche Südwestafrika Namibia wurde, ist das die einzige Fläche auf der Welt, vielleicht außer Arktik, welche herrenlos ist. Wenn eines Tages, Gott behüte, Israel dieses Gebiet mit einem Vertrag, Staatsvertrag, zediert an Palästinenser oder Jordanier, dann ist es aus. Aber solange es ist wie heute in der Schwebe und sie fragen, dann haben wir keinen früheren Souverän, und sagen diese Rechtler, der bessere Anspruch, der beste und vielleicht einzige Anspruch ist der jüdische Anspruch aufgrund des Mandates. Warum sage ich jüdisch und nicht israelisch? Weil in dieser Präambel ist es versprochen dem jüdischen Volk. Und wir sagen heute, dass die israelische Regierung kein Recht hat, dieses Land dem jüdischen Volk zu rauben und den Arabern zu geben. Die sind auch Treuhänder. Die sind auch Treuhänder. Also nicht einmal die israelische Regierung hat ein Anrecht auf das Land, auf diese besetzten Gebiete, auf Judäa und Samaria, wie die Siedler sagen, sondern nur das gesamte jüdische Volk. So interpretiert Eliakim Haetzny das internationale Recht. Ich hoffe, es war für Sie interessant, in den letzten beiden Folgen dem mal zuzuhören und zu folgen oder auch nicht. In der nächsten Woche erzählen wir Ihnen dann wieder eine völlig andere Geschichte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.